Herzlich willkommen hier bei Tembo 67 Gaming. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begrüße unsere Gäste, die Schuggelieben. Hallöchen. Hallöchen. Und das war es bisher an Gästen. Mal gucken, vielleicht verirrt sich der eine oder andere nochmal. Was ich aber nicht glauben werde. Ja, irgendwas passt mit der Zusammenarbeit zwischen OBS und Twitch nicht. Aber gut, okay. Gut, so, was haben wir letztens gemacht? Oh, hier liegt ein Teppich. Lag der vorhin auch schon? Ja, doch. Was? Alles gut, alles gut. Jeden habe ich, der ist noch nicht ganz fertig, der muss noch verlängert werden, okay. Teppich. Der ist noch. So, wir hatten den Garten gebaut, ne? Wo steht die Sonne? Sonne geht gleich unter, ne? Wo ist die Sonne? Was? Was bist du denn hier? Ich habe ihn erlöst, ne? Habt ihr gesehen? Wo ist denn die Sonne? Ich sehe die Sonne gar nicht. Wie spät ist denn das? So, wir sind hier bei dem Weg, genau. Den Weg müssen wir hier noch weiter durchbauen. Mal gucken. Ja, dann bauen wir erstmal hier weiter durch den Weg. Ein paar Zäune können wir bauen. Da kommt Schuki. So. Denken wir, wir bauen nochmal ein paar Zäune. Ich glaube, das ist sinnvoll. Das sollten wir auch tun. Was ist das denn hier? What Iron Lettuce? Was macht man damit? Keine Ahnung. Wie viele Zäune haben wir denn hier noch? 12 Stück. Und dann machen wir Schwarzeichenzaun. Sieht nur Schwarzeichenzaun aus. Soll ich ein paar Zäune machen? Der sieht gut aus. Wir nehmen Schwarzeichenzaun aus. Ja, bitte Schwarzeichenholzzaun machen. Machen wir ganz viele. Dann kümmere ich mich weiter um den Weg erstmal draußen, wo der Weg lang geht. Wo ist die Erde? Da ist Erde. Jetzt machen wir erstmal hier weg. So, das füllen wir hier erstmal hier auf so ein bisschen. Falls soweit erstmal, oder? Soll ich die Zäune dann auch ins Lagersystem dann schicken? Bitte ins Lagersystem. Sehr wohl. Als Eichenholzbretter, aber wie gehen die Zäune nochmal? Hier ziehen wir dann schon mal eine Mauer lang. Und ein bisschen Bruchstein. Lass mal hier rein. Was denn? Ich überlege gerade, wie Zäune gehen. Ich habe es aber wieder auf dem Schirm. Na, Gott sei Dank. Dann mache ich erstmal ordentlich Schwarzeichenzäune, ne? Mhm. Ja, Schniefi ist wieder da. Aber vor Schniefi braucht man ja keine Angst haben. Green Chest, Cobblestone. Haben wir so viel gehabt. Ja, genice. Genice, machen wir jetzt mal normalen Cobblestone. Flup. Flup. Dann gucken wir mal, wie wir bauen können weiter im Garten. Abgesteckt sehe ich gerade. Gut, das ist ja der Garten.
So soll der Garten hier aber später mal lang gehen. Muss ja nur für noch ein paar Beete hier nochmal lang bauen. Dann ziehen wir den komplett so weit durch. Da ist Susi Schnussel. Sie fühlt sich wohl, das ist schön. Zwei Getreidefeld, ein Sojafeld. Ja, es müsste eigentlich von der Breite her reichen. Und dann gehen wir hier noch mal ein bisschen raus. Zu gut sollten wir es auch nicht machen, ne? Wenn die müssen wir später erweitern, können wir immer noch mal machen. Von denen, ja, haben wir. Ach, halt, da kommt der Weg. Super. Hier kommt das, der. Das ist der Weg jetzt hier, ne? Nein, das wird nicht der Weg. Immer noch nicht. Du bist da gar nicht auf dem Weg. Hier ist der Weg, hier kannst du stopfen. Ah, hier oben, hier hoch, ja, genau. Das ist ja Garten. Oh, hast du den Weg hier rum? So hopsige Tier. Das ist alles hier noch Garten. Mal mit Erde auffüllen. Was machen die Zäune? Sind schon welche da? Wie viel denn? Hab sie jetzt nicht gezählt. Ja, kann ja mal gucken. Gar nicht hier. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt reingefallen sind hier. Sind sie Lagersystem gepackt? Ja, sind sie auch da. So. Dummdi 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 dumm 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 dumm. Und Zeugs hier wieder, das man gar nicht braucht. Und die Pflanzen haben wir noch gar nicht. Gleich mal unten runterbringen ins Lagersystem. Komm da rein. Ja, wenn wir einen Garten haben, die Tiere hier sind, können wir uns weiter mit dem Haus beschäftigen. Wollen wir mal gucken, wie viele Zäune hast du denn gebaut? Ja, wie man wüsste, wo die gelandet sind. 30 Stück? Naja. Oh, reicht nicht? Ich kann noch welche machen. Eine ganze Menge brauchen wir noch. Ja, mache ich. Ich hole da mal ein bisschen Schwarzeichenholz, ja? Kann ich ja auch machen. Ich kümmere mich um das Holz hier. Ich mache schon mit dem Holz. Ich bin ja eh hier draußen. Dann haben wir es gleich mal in die, haben wir es gleich mal in die Sägemühle, ins Sägewerk rein. So, komm her hier. Ist ja der Motto, das ist genial.
So, weiter. So. Zwei davon. Schon mal eine Tür bauen. Das Ganze ging da irgendwie so, ne? Bin ich der Meinung. So und so. Wo ist eigentlich Susi Schnusel? Die wuselt irgendwo da draußen rum. Die kann doch nur beim Garten sein. Hm. Aber leider sehe ich die nicht. So, bis dahin reicht das. Und nicht weiter. Also, okay, dann mach ich nochmal welche. Hast du wieder Hölzchen da? Ja, habe ich besorgt, ja. Noch ein paar schöne Lampen noch bauen. So, wie viel Erde haben wir noch? 18 Stacks. Oh, nehmen wir nochmal zwei. Wir brauchen unheimlich viel Erde noch zum Glätten hier. So. So, das haben wir jetzt mal alles schön abgeglichen, das ist schön. Haben wir zwei Porzellanständchen, die können wir irgendwo hier hinpflanzen. Schön. Was haben wir hier noch? Das sieht nicht schön aus. Das können wir mal alles hinpflanzen, wo wir es nicht groß sehen. Das ist besser. Was hast du denn da? Was Komisches. So, Tierfallen sind noch nicht gefüllt, das ist klar. Ich habe nochmal 42 Zäune. Reicht das? Das reicht nicht. Also mach ich noch mehr. Wollen wir hier von dem Weg auch nochmal Zugang machen? Nee, wa? Nur von vorne, oder? Nur von vorne. Von da, wo wir hier schon sind, ne? Dann hole ich mir mal die Zäune. Flipp. Ich weiß ja, wo sie ankommen. Ach, die laufen erst noch durch, okay. Wir sind noch gar nicht so weit. Dann gleich mal hier wieder neu pflanzen. So. Alles richtig gemacht. So. Die Setzlinge hier wieder rein. Hier noch ein bisschen Kies. Der Rest kann auch da wieder mit rüber. Brauchen wir auch erstmal nicht. So. 42 Eichenzäune. Na, nehmen wir erstmal. Schwarzeichenzäune. Mhm. Kommen die nächsten jetzt. Gut. Sag mir Bescheid, wenn du wieder Holz brauchst. Ja.
Kleinen Moment, bin sofort wieder da. So, Sprit. Kommt näher da rein, so. So, und den jetzt auch wieder. Machen wir hier so einen Weg hier runter ins Blumenmeer oder lassen wir das? Mal machen. Also hier wächst alles sehr, sehr gut. Ich finde es klasse. Dann irgendwo noch mal eine Lagertruhe hinbauen, das automatisch dann reingeht, ne? Mhm. So, mal gucken, wie wir das Ganze machen. Brauchen wir wieder ein Schubfach Slave oder sowas, ne? Ja. Haben wir noch sowas? Bei meinem Glück nicht, halt, müsste garantiert hier sein, oder? Klebrige Kolben. Schubfachcontroller, wo haben wir den ganzen Mist? Das ist doch auf der Seite. Waystone haben wir, toll. Mit dem Waystone kommen wir nicht weit, ne? Wo haben wir denn die Sachen hingepackt? Da unten ein verdichtender Schubfach, 13 Stück, ist es auch nicht. Ist das oben vielleicht sogar? Packeis. Werfer. Ja. Aber hier drüben was? Nee, da auch nicht. Nee. Dann werde ich das wohl bauen müssen, ne? Und so ein Slave nochmal. Ich hab schon wieder Zäune. Was kaufst du denn schon wieder? Ich habe nur ein bisschen Sprit. Okay, das habe ich. Dann brauche ich nochmal mal zwei Schwarzeichenholzbretter. Der jetzt nochmal eine Tür bauen kann. So, das ist eine Tür. Was wollte ich jetzt noch? Irgendwas wollte ich gerade. Ist mir entfallen. Hey, was soll denn das? Da ist Susi Schnussel. Zwischen den Blumen. Fühlt sie sich rum.
Hier kommt das Tor rein. Wir brauchen noch eine Treppe bauen. Ach, siehst du, ihr wollt ja so einen Slave nochmal bauen, stimmt. Dann brauchen wir die Sachen nicht mal reinzuschleppen, oder? Ja. Einen Slave. Wie brauchen wir wieder so einen Slave, Mensch? Slave, was brauchen wir dafür? Wir brauchen Stein, wir brauchen so ein Schubfach, wir brauchen Gold und wir brauchen einen Redstone-Komparator. Brauchen wir auch geschüttelten Stein. Langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was braucht man noch für so ein Dingens? Okay. Quarz. Warum ist denn Quarz drin? Eieieiei, wo ist der Quarz? Warum ist denn Quarz versteckt? Wo ist der Quarz hin? Da ist er. Zwei. So. Brauchen wir erstmal hier zwei Komparatoren. Was fehlt denn jetzt? Fehlen die Ethans? Ach, ich brauche Stein. Super, okay. Gut. Ich brauche Stein. Ja, sagte ich ja, ne? Stein. Stein haben wir hier. Ein paar Mal mit. So, und das Ganze nochmal. Zwei Komparatoren haben wir. Brauchen wir noch fünfmal Stein? Haben wir. Wir brauchen ein Gold und so ein komisches Schubfach. War ich nicht, war wer anders. Ein Goldbarren, ein so ein Schupfer. Schupfer, ich habe ja mehr als genug hier. Zack. Und schon können wir jetzt einen Slave bauen. Den haben wir. Das ist doch schön. Dann brauchen wir einen Trichter. Haben wir irgendwo noch so einen Trichter? Kein Trichter, kein. Wolle, Wolle, Wolle. Schälchen. Wolle. Fäden. So wie Holz. Haben. Trichter. Wo ist denn der Schublade ganz ein Trichter als Glumze? Da. Trichter. Einen haben wir noch. Also ein paar alten Dachs. So, dann brauche ich mal draußen mal das. Ja? Die Bäume sind wieder gewachsen, das ist schön. Das ist der Fußboden. Das ist jetzt aber dumm gelaufen.
Das könnte funktionieren. Jetzt kommt da das Ding ran. Ja, ich muss ja tiefer runter hier, Mist. Ich muss hier ja tiefer runter. Weil sonst kriegt das ja mit dem Dingbums ja nicht hin, ne? Oh, jetzt habe ich hier mein Feld hier kaputt. So. Das Feld hier kaputt gehauen. Warum das denn? Zack, wieder hin, hingepflanzt. Das werden wir gleich mal testen. Ich habe gar keine Truhe. Oh, graus. Ich habe keinerlei Truhe. Das ist aber schlecht. Die brauche ich doch, oder? Ja. Oh, ich bewege mich gerade nicht. Jetzt bewege ich mich wieder. Jetzt muss ich eine Truhe bauen. Wo sind die Truhen, wenn man mal eine braucht? Truhe. Eine reicht. Ich glaube, mit dem einen sollte es dann hier funktionieren, denke ich mal. Oder müssen wir noch ein Servo noch draufsetzen? Nee, eigentlich nicht. So, jetzt müssen wir da mal gucken, was funktioniert. Schalt 1, 2, 3 hat's wieder hergestellt. Wenn du nicht wieder welche rausnimmst, müssen da jetzt noch welche drin sein. Okay. So, hier haben wir. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ob die da reingehen. Also auf der Ebene hier ist immer noch, ist doch besser als so eine Bärsch. So, das läuft rein. Jo, es funktioniert. Schön, das freut mich doch. Das heißt, das funktioniert. Oh, hier müssen noch Bilder an die Wand, das ist ja noch nichts hier. So, die Lagertruhe funktionieren. Das ist doch schön. Muss ja also auch so sein, ne? Dann verkleinern wir das Ganze hier von draußen wieder, dass es dann ordentlich ausschaut. Nicht wahr? Hier in der Ecke ist die Lagertruhe. Da geht alles rein. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Tomaten hier ernte, die dazu reinpacke, die 22, dann gucken wir mal ganz schnell, ob die Tomaten hier auch reingehen. Jawohl, sie zielen hoch. Funktioniert. Super.